herzlich willkommen zum Business Podcast für Personal Training. Du willst als Personal Trainer, Coach und Unternehmer dein volles Potenzial entfalten? Du bist bereit, in dich und dein Personal Training Business zu investieren? Dann bist du hier genau richtig. Ich stehe für Erfolg im Personal Training Business. Ich stehe für eine positive Veränderung in deinem Mindset zu den Themen Selbstständigkeit, Geld verdienen, Erfolg und Unternehmertum. Mein Name ist Egenhard Kies. Seit über 25 Jahren arbeite ich selbst als Fulltime Personal Trainer. In dieser Zeit habe ich wie kaum ein anderer die Sonnen- und Schattenseiten unserer Branche kennengelernt. Mein Wissen darüber gibt dir Struktur für dein Erfolgskonzept Personal Training. Nutze es, aber bitte nur dann, wenn du wirklich erfolgreich sein willst. Ich lebe meinen Traumberuf als Personal Trainer und wünsche mir, dass es auch zu deinem wird. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business-Podcasts für Personal Training. Und du wirst es vielleicht als Zuhörer, als Zuhörerin ein bisschen merken. Es wird dir eventuell auffallen, ich sitze heute im Freien. Ich habe mir heute nochmals einen Interviewgast eingeladen und bei dem schönen sonnigen Frühjahrswetter haben wir uns auf die Terrasse gesetzt. Also sieh es uns bitte nach, wenn vielleicht mal ein Flugzeug durch den Kanal huscht oder ein Vögelchen zwitschert oder irgendeine Glocke läutet. Es ist einfach zu schön, als dass wir drinnen sitzen. Und wen habe ich mir als Gast eingeladen? Einen lieben Freund, einen lieben Unternehmerkollegen. Einen Menschen, den ich sehr, sehr schätze aufgrund seiner Lebenserfahrung, seiner Berufserfahrung und vor allen Dingen seines wundervollen Charakters, der mir auch sehr ans Herz gewachsen ist, den du auch schon kennst. Und zwar habe ich mir den Tino Heid-Oetting eingeladen von der Firma MedoCheck. Tino, herzlich willkommen. Schön, dass du dir heute nochmal die Zeit für mich nimmst. Hallo Egenhard. Ja, schön hier zu sein und mit dir ein bisschen zu plauschen. Ja. Warum ist mir das wichtig, dass ich heute den Tino nochmal als Gesprächspartner an meiner Seite habe? Ich habe ja gerade schon gesagt, der Tino ist nicht nur ein Unternehmer. Vorhin fragte mich gerade mein Sohnemann Vincent, sag mal, woher kennst du eigentlich den Tino? Und da sage ich, weißt du, der Tino, der ist mir quasi über den Weg gestolpert, als ich merkte, dass ich noch nicht so professionell arbeitete. Da stand jemand auf der FIBO mit einer Software für Therapeuten, das war irgendwann in den 2000ern. Und da dachte ich mir so, warum gibt es das für Personal Trainer nicht? Und der Tino war so verrückt, sich auf die Reise einzulassen und hat mit der Firma MedoCheck tatsächlich für uns Personal Trainer vor vielen, vielen Jahren eine hervorragende Software entwickelt. Und so sind wir immer mehr in Kontakt gekommen. Er hat die Entwicklungen der Personal Trainer Branche seit 15 Jahren hautnah miterlebt und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass er viele Ideen und Anregungen hat und aus der Erfahrung berichten kann, was so unsere Branche betrifft. Und das ist ein Punkt, warum ich mich gerne mit ihm heute austauschen möchte. Und der zweite Punkt ist, dass die letzten Jahre, denke ich, für uns alle ja recht turbulent waren, die letzten 3-4 Jahre. Und ich weiß nicht, ob du meine letzten 2 Podcast-Folgen mit meinen beiden Klienten verfolgt hast. Ich hoffe, wenn nicht, müsstest du, solltest du auf jeden Fall nochmal reinhören. Und aus beiden Podcast-Folgen ist für mich so ein Resümee hervorgegangen. Diese erfolgreichen Unternehmer haben wieder mal eines klar gemacht. Derjenige, der in Zukunft erfolgreich sein will und gewinnen will, der macht in der Krise oder vielmehr der investiert in der Krise. Also in der Krise werden die Gewinner gemacht. Wie sagte Olaf so schön, ne, die Unternehmen, ob das jetzt Facebook und Co. sind, die haben alle losgelegt, als sie die erste große Lehman-Krise hatten. Und genauso war das in den letzten Jahren. Und da ist der Tino für mich auch so ein Pionier und wirklich ein toller Unternehmer, der versteht Krisen zu lesen und richtige Entscheidungen zu treffen. Und darüber möchte ich mich mit ihm auch unterhalten, was er für Entscheidungen in den letzten Jahren getroffen hat. Also in dem Sinne nochmal, ich hoffe, du hast heute viele spannende Ideen und Anregungen für dein eigenes Business. So, da ich aber einen Interviewgast habe, ist der jetzt in Zukunft gefragt und ich rede nicht mehr so viel, aber genau damit möchte ich einsteigen, lieber Tino. Die letzten 3-4 Jahre haben dahingehend uns alle beeinflusst. Wir haben 2019 hier zusammengesessen und ich erinnere mich noch sehr genau an eine Aussage von dir. Mit der MedoCheck-Software bist du kein besserer Trainer, aber
du wirst wahrscheinlich professioneller arbeiten. Und genauso habe ich das immer gesehen. Und Professionalität zählt mehr denn je. Also wenn ich heute im Jahr 2024 erfolgreich sein will, muss ich meinem Klienten bei den Honoraren, die wir verlangen, mehr als Professionalität quasi bieten. Ich muss ein überdurchschnittliches Dienstleistungsverständnis haben. Tino, was bedeutet denn für dich Professionalität als Unternehmer? Und gleichzeitig eine zweite Frage hinterher, wenn dir ein Personal Trainer gegenübersteht und er dich fragt, sag mal, Tino oder Herr Heidötting, was würden Sie mir denn als Personal Trainer empfehlen, was für mich Professionalität bietet? Vielleicht kannst du da auch noch drauf eingehen. Ja, lieber Eginhard, das versuche ich. Genau, was hat sich verändert in den letzten Jahren? Ich glaube, dass die Branche aktuell immer noch um dieses Thema zu kämpfen hat, also um Professionalität und Anerkennung. Und ich glaube, was würde ich einem Trainer raten? Ich würde einem Trainer raten, du redest immer von Perspektivwechsel. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, dass die Trainer, die 90, 100, 110 Euro in der Stunde verdienen wollen, dass die selber auch bereit sind, das auch für eine professionelle Dienstleistung zu zahlen. Sei es der Steuerberater, sei es halt für eine professionelle Business-Software und da nicht immer so erbsenzählerisch unterwegs sind. Ne? Ich glaube, das ist auch ist es nicht einfacher geworden für Trainer, auch bei bestimmten Sachen eine Entscheidung zu treffen. Zum Beispiel, was ist die passende Software für mich, wenn ich dran denke, an unsere Begegnungen, die so ungefähr 2004, 2005 gewesen sein muss. Da hatten wir eine sehr, sehr luxuriöse Situation, weil ich glaube, wir waren tatsächlich die einzigen im deutschsprachigen Raum, die dann damals sich entschieden haben, Software für Personal Trainer anzubieten. Mhm. Das war für uns einfacher als heute und auch für den Trainer, weil der Trainer hatte genau zwischen einem Anbieter zu entscheiden. Und es gab damals natürlich noch sehr, sehr viele, die der Meinung waren, dass es auch mit Stift und Zettel geht. Und das ist sicherlich auch mein Spruch, dass ich glaube, dass man mit Software nicht besser wird, aber professioneller. Und dass ich nach wie vor der Meinung bin, dass das ein ganz, ganz entscheidendes Kriterium ist, der darüber entscheidet, ob ich erfolgreich bin oder nicht. Und da fällt mir auch noch mal eine Kennzahl ein, und ich glaube, die war von dir, die ich sehr spannend finde, und daran kann man eigentlich auch erkennen, dass die Branche da immer noch drum zu kämpfen hat. Du hast mir damals gesagt, ich habe dich gefragt, Eginhard, wie viele Personal Trainer gibt es denn in Deutschland? Und ich meine, du hättest damals gesagt, das ist ja jetzt 20 Jahre her, dass es so schätzungsweise 1700 bis 1900 Trainer in Deutschland gibt. Und deine Einschätzung aber ist, dass da schätzungsweise nur 400 von leben können, also ungefähr ein Drittel. Das würde bedeuten, ich glaube, ich weiß nicht, wie aktuell die Zahlen sind, aber ich glaube, wir haben heute Zahlen, dass sich in Deutschland ca. 13.000 Menschen Personal Trainer oder glauben oder meinen, sie wären Personal Trainer. Würde ja heißen, wenn man bei dieser Zahl bleibt mit einem Drittel, dass da 4.500 Menschen richtig gut von leben können. Und richtig gut von leben haben wir, glaube ich, eine ähnliche Einschätzung. Heißt nicht von der Hand in den Mund, sondern ich kann mir vernünftige Versicherungen leisten, Berufs- und Fähigkeitsversicherung, habe eine vernünftige Altersvorsorge, also ich ende nicht in der Altersarmut. Ich kann mir vielleicht einen Firmenwagen leasen, also alles Dinge, die aus unserer Wahrnehmung oder aus unserer Einschätzung zu einem erfolgreichen, also das ist für mich ein Personal Trainer, der davon leben kann und das nicht ein Hobby zum Beruf gemacht hat oder irgendwie nebenjobmäßig macht. Und das, glaube ich, das ist halt nicht der Fall. Die Zahl wird sicherlich höher sein als 400, aber es ist die Zahl ist, glaube ich, nicht gleich in Relation gestiegen. Und was meiner Meinung nach immer noch ein Indiz dafür ist, dass es der Ansatz nicht professionell genug ist bei den meisten. Ne? Mhm. Das fängt an mit Internetseite. Das sind eigentlich immer noch die gleichen Probleme, die es damals auch schon waren. Und genau, das mal dazu. Ich bin ein bisschen abgeschweift, aber beantwortet, glaube ich, die Frage ja ganz gut. Ja.
Also ich, meine Anmerkung dazu, auf keinen Fall von 14.000, 15.000 oder 20.000 Trainern können ein Drittel heute davon ein unternehmerisch erfolgreiches Leben führen. Das stelle ich auch sehr, sehr deutlich in Frage. Da können wir vielleicht von einem Zehntel sprechen. Ich habe aktuell das Gefühl, dass der Markt eher, nicht der Markt ist rückläufig, aber der Erfolg ist rückläufig. Also die Trainer haben immer mehr zu kämpfen und du hast gerade auch einen wichtigen Punkt zum Thema Professionalität mit angesprochen. Themen, die schon wirklich seit Jahren, gefühlt seit Jahrzehnten existieren, die uns in unserem Agieren begleiten, sind, dass wir meinen, erstmal vieles selber machen zu müssen und zu können, weil wir ja irgendwo Geld sparen wollen. Und da gehört vor allem auch die Internetseite dazu oder eben auch mein Auftritt in Social Media, was ich dort veröffentliche, welchen Content ich veröffentliche. Ich denke, wir sind da viel zu selten in diesem Perspektivwechsel unterwegs und setzen uns wirklich mal die Klientenbrille auf, ob das, was ich da anbiete, tatsächlich einen Nutzen stiftet für meinen Klienten oder nicht. Und vor allem, und das haben ja, denke ich, auch meine beiden Podcast-Folgen mit zum Ausdruck gebracht, wie unprofessionell ich damals war mit meiner heutigen Brille. Für mich damals war das selbstverständlich, aber wenn wir meinen Klienten zuhören, ist ja deutlich geworden, wo ich deutliches Entwicklungspotenzial habe. Und das ist etwas, was leider Gottes auch heute immer noch verloren geht oder die Trainer zu wenig Fokus drauf haben. Da stimme ich dir vollkommen zu. Jetzt möchte ich aber noch mal doch explizit auf dich und dein Unternehmen eingehen. Wie wird es oder wie beantwortest du mir denn die Frage, was zeichnet oder wo legt ihr im Sinne der Professionalität Wert bei eurem Produkt, bei eurer Software, bei euren Dienstleistungen? Vielleicht auch, was hat sich gegebenenfalls geändert, weil für mich als Kunde eurer Software hat sich auf jeden Fall was geändert, gehe ich aber gleich darauf ein. Ja, was macht für mich Professionalität aus? Also ich glaube, wir sind ja jetzt auch schon einige Jahre am Markt und ich glaube, es gibt viele Sachen, die man über uns hört, dass wir die teuersten sind, ne, dass wir sehr umfangreich sind. Das stimmt beides sicherlich. Oder bei teuer bin ich nicht mehr ganz up to date, aber wir waren sicherlich, gehören wir eher zu den hochpreisigeren Anbietern. Für uns, was wir wirklich alle leben und was ich versuche vorzuleben, ist, dass wir dieses Trainer und Software, sind zwei Dinge, die nicht zu hundertprozentig matchen immer. Ne? Das heißt, der Trainer an sich gibt Berührungsängste. Ne? Komme ich mit der Software klar? Klar sehen viele Trainer, dass das Software ein Mittel zum Zweck ist, aber so richtig Bock drauf haben sie eigentlich nicht. Und deswegen versuchen wir diese Ängste zu nehmen, indem wir auch wirklich den Kunden klar sagen, wir lassen dich nicht allein. Das heißt, ein ganz wichtiges Kriterium ist bei uns der Service und der Support, ne, dass wir immer da sind, dass wir dem Kunden immer das Gefühl geben, er kann uns Dinge fragen. Klar brauche ich auch nicht sagen, teilweise bei Lizenzgebühren im kleinen Anwenderbereich von 40, 50 Euro wird es betriebswirtschaftlich nicht funktionieren, wenn der 3 Stunden den Support im Monat blockiert. Das geht nicht, aber da sind wir immer ganz weit vorne. Wir hören zu. Das ist sicherlich auch was sicherlich auch dafür verantwortlich ist, dass es uns überhaupt noch gibt, ja, und Software ist extrem schnelllebig. Ne, das ist für uns gefühlt immer ein Hinterherrennen. Die Anforderungen, die wachsen, sind gefühlt schneller, als wir teilweise hinterherkommen. Das hat dann sicherlich vielleicht auch was mit der Größe unseres Unternehmens zu tun, dass wir halt keine 1.000 oder 3.000 Programmierer haben wie große Softwareunternehmen. Und das macht am Ende ist für mich Professionalität. Vielleicht kann man sagen, Bestandskunde geht vor Neukunde. Das heißt, die Kunden, die da sind, ja, da gibt es eine hohe Wertschätzung. Das ist sicherlich haben wir da auch eine gute Community. Ich würde teilweise sagen, es gibt Meducheck-Fans und das ist sicherlich auch immer ein Ziel gewesen, Kunden ja zu Fans zu machen von unserem Produkt, ne? Weil das wirklich diese Dinge auch am Ende des Tages ja, erfüllt. Ne? Zeitersparnis, Professionalität sind sicherlich die zwei Hauptargumente im Personal Training für Software und ich glaube, dass wir das erfüllen. Ja. Du hast gerade was angesprochen. Ich möchte es so ausdrücken.
ein geht nicht, gibt es nicht. Das ist ja mein Anspruch und das hat für mich auch ganz viel mit Erfolg zu tun und mit einer Servicedienstleistung, mit Dienstleistungsverständnis, mit Dienstleistungsbereitschaft. Und ich habe ja gerade gesagt, es gibt für mich auch eine gewisse Wahrnehmung eures Unternehmens. Und das, was ich immer sehr geschätzt habe, ist eben auch ein Gefühl der Mentalität, Eginator dazu, ein geht nicht, gibt es nicht. Also du hast jetzt hier ein Problem mit deinem Computer oder mit deiner Software, dann seid ihr erreichbar. Und ich sage auch immer zu Kollegen, die vielleicht im Bereich der Existenzgründung gerade unterwegs sind und irgendwie eine neue Website machen, was empfiehlst du mir? Und da geht es natürlich erstmal los, dass man eine Domain reservieren muss. Und dann kommt ja der nächste Schritt, wo lasse ich die denn hosten? Und dann gibt es natürlich kostenlose Hoster oder Billighoster. Ich sage nur Wix.com, will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen und auch gar nicht bewerten. Und ich will das Unternehmen auch nicht schlecht machen, aber ist meine Lösung die billigste Variante? Nur damit ich Geld sparen kann. Oder wir wollen ja alle als Personal Trainer auch vernünftig bezahlt werden und das eben auch zum Thema Professionalität, wie du es gerade gesagt hast, sind aber selber nicht bereit zu investieren in bestimmte Dienstleistungen. Und das, was ich ja bei euch schätze und was ich dann eben auch jedem Kollegen sage, ist, bevor du dir einen Hoster suchst, wo deine Internetseite gehostet ist und du keinen Support hast oder der Support nur durch eine teure Hotline-Nummer erreichbar ist oder du hängst Ewigkeiten in der Hotline drin und bekommst nicht mal eine individuelle Beratung, habe ich bei euch, weil du das gerade auch wohl den Kostenfaktor angesprochen hast, ob ihr jetzt nur die teuersten seid oder nicht, seid es mal dahingestellt, ihr habt ein Premium-Produkt und das verlangt entsprechend auch ein entsprechendes Honorar oder Preis in dem Falle. Und demzufolge habe ich aber bei euch die Garantie eines Supports. Und der hat sich für mich in den letzten Jahren deutlich nochmal professionalisiert. Also ich war schwer begeistert, was ich an Beratung bekommen habe und vor kurzem auch noch ein Beispiel. Und es geht heute überhaupt nicht darum, dass ich hier eine Werbung für euer Produkt machen will, sondern mir geht es darum, dass wir als Trainer sensibel sind, auf bestimmte Dinge zu achten. Und es war für mich wichtig, ich habe ein Netzwerk an Kollegen und es ist etwas an mich herangetragen worden, im Zusammenhang beispielsweise mit eurer Software, dass irgendwas nicht gerade so richtig gut funktioniert und man wohl ein bisschen unzufrieden ist. Und da wir ja nun mal diesen Kontakt haben, habe ich dir das durchgegeben und was war? Das Problem wurde direkt angegangen und auch gelöst für die Kollegin und den Kollegen. Und das finde ich einfach viel, viel wichtiger und dafür bin ich auch bereit, ein paar Euro mehr zu bezahlen, als das einfach irgendwie nur so dahin plätschern zu lassen. Und da muss ich sagen, zeichnet ihr euch in meinen Augen aus. Und das ist etwas, was ich an Veränderungen mitgenommen habe. Und vielleicht kannst du uns auch an dem Punkt mal mit auf die Reise nehmen. Was haben die letzten Jahre an Veränderungen, an Krise bei euch bewirkt? Was musstet ihr angehen? Wie habt ihr die Zeit genutzt? Wo habt ihr euch gesagt, okay, da schauen wir, was wir jetzt besser machen können? Ja, ich glaube, die Jahre waren, man kann es ja fast sagen, die waren wirklich verrückt. Ne? Also ich werde diesen Tag auch eigentlich nicht vergessen, wo, ich glaube, das war der März, war das der März 2020? Genau. Ja, wo irgendwie, irgendwie alle irgendwie in so eine Glaskugel geguckt haben. Und ich weiß aber auch noch, wie ich meinen Mitarbeitern gesagt habe, egal was passiert, diese Krise, die werden wir durchstehen. Hier braucht keiner, vielleicht war das auch sehr wagemutig damals, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ich muss allen irgendwie da ein bisschen Sicherheit geben, dass jetzt hier keiner sich irgendwie Sorgen um seinen Job machen muss und wir werden diese Krise gemeinsam durchstehen. Und das ist dann auch bei uns relativ schnell in so eine total, also so verrückt diese Corona-Zeit war, was das Unternehmen angeht, war das auf ganz, ganz vielen Ebenen sehr, 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 sehr positiv. Ne? Einmal wir sind überrannt worden. Das ist wirklich verrückt. In erster Linie von auch nicht nur von Neukunden, auch von Bestandskunden, die unser Produkt schon genutzt haben, aber immer so ein bisschen um die App einen Bogen gemacht haben und gesagt haben, die Mitglieder sind noch nicht so weit, die haben noch nicht alle irgendwie ein Smartphone oder wollen das Smartphone beim Training nicht dabei haben. Und dann war klar, die Studios durften die Mitglieder nicht mehr reinlassen und die sich nicht zurückgelehnt haben und gesagt haben, ich kann jetzt ja nichts mehr machen, sondern überlegt haben, wie kann ich trotzdem meine Dienstleistung aufrechterhalten, relativ schnell natürlich erkannt haben, mit der App kann ich meine Mitglieder und Kunden auch zu Hause betreuen. Ich in über 20 Jahren Selbstständigkeit tatsächlich Urlaubssperre verhängen musste. Wir haben die Wochenenden durchgearbeitet, um quasi diese ganze Anforderung zu bewerkstelligen. Und das kann man rückblickend auch sagen, was Digitalisierung angeht,
ist uns eigentlich aufgezeigt worden, wie schwach und schlecht wir aufgestellt waren, nicht nur im Personal Training, auch Fitnessstudios oder andere Branchen. Mhm. Und da war Corona tatsächlich sehr, sehr positiv, weil mhm. ne, dieses, da musste unheimlich nachgebessert werden und wir haben auch teilweise ganz andere Akzeptanzen für Dinge. Ne? Online-Training wurde von vielen Trainern vor Corona belächelt oder haben mhm. immer gesagt, das kann ein gutes 1:1-Training nicht ersetzen. Keine Frage, kann es vermutlich auch nicht. Aber die Frage hat sich in der Zeit nicht gestellt. Es ging um Existenzen. Ne? Und wer quasi Krise auch als Chance gesehen hat und gesagt hat, okay, ich muss gucken, wie kann ich mich auf diese neue Situation einstellen. Der ist auch meiner Meinung nach gut durch diese Zeit durchgekommen. Und das waren natürlich auch technische neue Anforderungen. Und wir haben, wie du das auch eben eingehend beschrieben hast, wir haben das auch als große Chance gesehen. Wir haben entschieden in der Phase, was wir eigentlich schon länger vorhatten, quasi unser Produkt einmal komplett neu aufzubauen als Web-Version oder als Online-Version. Und im Zuge dessen auch die Entscheidung getroffen haben, Komplettanbieter zu werden. Bis dato hatten wir uns wirklich zu 90% um das Thema Betreuung gekümmert, Anamnese, Check-up, Training. Und wir wollten aber auch das ganze Thema Abrechnung, Online-Termine noch weiter professionalisieren. Und die Entscheidung ist in dieser Zeit gefallen, dass wir richtig viel investieren und alles neu machen. Und auf dieser Reise befinden wir uns immer noch. Und ich glaube, dass die Entscheidung auch sehr, sehr gut war. Das Feedback bekommen wir auch aktuell und dass wir da in eine gute Zukunft schauen, würde ich mal sagen. Und dass wir die nächsten, wer weiß, wie weit man da gucken kann, aber 5, 7, 8 Jahre wirklich gut aufgestellt sind. Ja. Da muss ich jetzt natürlich als Mac-Nutzer noch mal detaillierter nachfragen. Das heißt, ich muss jetzt kein parallel Windows-System auf meinem Mac hochfahren, sondern ihr habt eine browserbasierte Version. Ich will gar nicht wissen, was das für ein Aufwand war, sowas umzustellen. Es ging ja auch immer um Datensicherheit, dass das dann irgendwo im Internet vermutlich angebunden ist und ähnliches. Das heißt, das ist die Zukunft eurer Software. Ich habe eine Online-Version, ähnlich wie ich es mit meiner Buchhaltungssoftware habe. Ich habe ja keine CD mehr, die ich da irgendwie reinschiebe oder ein installiertes Programm, sondern ich logge mich auf irgendeine Internetseite ein und habe dort meine ganzen Zahlen liegen. So habe ich dort eben mein gesamtes Medocheck-Konzept liegen. Habe ich das richtig verstanden? Das hast du richtig verstanden. Wir befinden uns jetzt quasi noch mittendrin in der Entwicklung. Wir haben unser ganzes Lizenzmodell etwas umgestellt. Das heißt, wir sind zukünftig modular aufgebaut. Wir haben 6 große Module und die Hälfte der Module ist etwa fertig. Und die Teile, die nicht fertig sind, die werden aktuell immer noch über die klassische Windows-Installationssoftware genutzt. Also das heißt, aktuell haben wir ein Hybrid, das heißt eine saubere Schnittstelle zwischen den Teilen, die online fertig sind und die Teile, die noch in der alten Welt genutzt werden müssen. Das Ziel ist, dass wir bis Ende des Jahres quasi 85% der Funktionen, die wir so als Vision haben, browserbasiert anbieten können. Und dann hängt gerade jetzt ein bisschen davon ab, was ich brauche. Ne? Wenn ich jetzt quasi nur Online-Termine, ein starkes CRM und Abrechnung will, dann kann man jetzt schon sich komplett in der Browserwelt bewegen. Dann braucht man kein Mac, wenn man noch Check-up und Anamnese-Training aktuell nutzen will, dann muss man gerade aktuell noch in dieser Übergangsphase braucht man noch einen Windows-Rechner oder ein Parallels auf dem Mac. Wir haben ja auch sehr, sehr viele Mac-User und auch da muss man so ein bisschen die Ängste nehmen, dass Parallels heute gibt keinerlei Einschränkungen oder relativ wenig Gründe, sich jetzt gegen einen Parallels zu entscheiden, um dann nicht vielleicht die optimale Software einzusetzen in dem Fall. Genau, das ist der Stand. Und Datensicherheit, weißt du auch, Egenhard, aus unserer Historie nehmen wir sehr ernst. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und die Datensicherheit ist gegeben und die Vorteile, klar, beide Welten, Vor- und Nachteile. Wir werden sicherlich auch noch mindestens 5 Jahre an der Installationssoftware festhalten und die weiter pflegen und supporten, weil wir viele, viele Kunden haben, gerade im Konzernbereich betriebliche Gesundheitsförderung, die immer noch Berührungsängste haben. Mhm.
Da habe ich teilweise ein bisschen die Vermutung, dass der Datenschutzbeauftragte irgendwie kurz vorm Ruhestand sitzt und immer noch irgendwie so im Kopf hat, der hat mal irgendwann gelernt, alles, was im Internet ist, ist unsicher. Das ist natürlich nicht korrekt und nicht richtig. Das heißt, die Sorge kann man jedem nehmen. Aber die Vorteile der Flexibilität, ne, dass ich eine Trainer-App habe, einen Trainersatellit habe, dass ich von überall Termine setzen kann, absagen kann, dass ich quasi die Software rein theoretisch in den wichtigen Funktionen über meinem Smartphone bedienen kann, das ist natürlich bei einer Installationsversion schwierig. Selbst Parallels gibt mir nicht die Möglichkeit, MedoCheck auf einem iPad zu nutzen. Das ist dann zukünftig auch möglich. Also die Flexibilität der Anwendung, die Hardware-Unabhängigkeit sind sicherlich ein ganz, ganz großes Plus für die Browser-Version. Mal davon losgelöst, dass wir auch viel, viel einfacher und schneller Patches, also Probleme beheben können, oder auch Verbesserungen oder Erweiterungen mal eben einspielen können. In einer Browser-Version muss ich nicht eine Installationsdatei runterladen und ein Update installieren, es wird ein Fehler behoben oder ein neues Feature entwickelt, dann können wir es direkt ausrollen, dann steht es direkt allen zur Verfügung in der Browser-Version. Das ist halt auch ein Riesenvorteil. Das heißt, wir werden in ganz anderen Zyklen Updates machen. Vorher haben wir natürlich immer versucht, Updates oder Verbesserungen, Weiterentwicklungen, Patches zu sammeln und die dann alle 3 Monate oder alle 2 Monate in einem Update auszurollen. Das ist, jetzt kann es sein, dass es, ich will nicht sagen wöchentlich, aber in viel, viel kürzeren Zyklen werden quasi Erweiterungen oder Weiterentwicklungen auch ausgerollt. Auch ein Riesenvorteil. Jetzt bin ich mir natürlich bewusst, dass ich dich vielleicht mit der einen oder anderen Frage überrolle, da vielleicht auch an der Stelle nochmal für meine Zuhörer. Da ist hier nichts vorbereitet. Ich habe dem Tino nicht im Vorfeld irgendwelche Fragen zugeschickt. Kann vielleicht der eine Zuhörer sagen, ja, das ist aber unprofessionell. Nee, ich finde das gerade bei einem Interview auch so sehr schön, dass man nicht alles schon im Hinterkopf weiß, wie man an welcher Stelle antworten muss. Das nur mal kurz zur Erklärung, falls also ich jetzt dem Tino gleich meine nächste Frage stelle und nicht sofort aus der Pistole geschossen die Antwort kommt, seht es ihm bitte nach, aber nutzt doch vielleicht auch für dich selbst diese Frage nochmal, wie du sie für dich betrachtest nicht bewerten, aber wie würdest du auf diese Frage antworten, wenn sie dir gestellt wird? Tino, um welche Frage geht es? Ich habe ja vorhin davon berichtet, dass in den Podcast-Interviews mit meinen Klienten auch deutlich geworden ist, in der Krise werden die Gewinner gemacht. Und du kennst einen wichtigen Spruch von mir, einen Leitspruch, wer investiert, ist investiert. Was hat dich als Unternehmer dazu bewogen, in dieser Krise, wo es ja wirklich nur mal allen, uns ging auf Deutsch gesagt, echt der Arsch auf Grundeis, keiner wusste, wie es weitergeht. Du hast gerade davon berichtet, der eine oder andere Trainer hat gesagt, nee, online will ich nicht, weiß ich auch noch, da dachte ich manchmal so wegen Reichtum geschlossen. Ich muss es ja machen, weil meine Klienten vielleicht nicht gerade live mit mir ein paar Wochen trainieren wollen oder Monate. Ich muss ihnen eine Lösung anbieten, also war klar, ich muss irgendwie vor der Kamera runter. Aber es war grundsätzlich eine sehr unsichere Stimmung. Was hat dich als Unternehmer bewogen, diese Zeit wirklich zu nutzen und zu sagen, ich investiere, weil ich vermute mal, diese Veränderung eures Businessmodells und eures Softwaremodells wird mit Sicherheit viel Geld gekostet haben. Warum? Warum in der Krise? Kannst du mir als Unternehmer, als Trainer, der loslegen will, Mut zusprechen, Ideen geben, warum soll man in Krisen investieren? Ja, ich glaube, ich muss da ganz, ganz pragmatisch und ehrlich drauf antworten. Es ist jetzt vielleicht jetzt gar nicht die Risikobereitschaft oder der vielleicht auch gar nicht der. Also es wäre falsch, wenn man jetzt sagt, ich wäre jetzt besonders mutig gewesen in der Phase, wo keiner wusste, wo die Reise wirklich hingeht, zu investieren. Es war tatsächlich am Ende wesentlich, wesentlich pragmatischer. Also wir hatten schon immer die Vision, wir wollen Komplettanbieter werden. Wir haben immer schon die Vision, dass wir eine komplett neue Infrastruktur brauchten, also eine neue Technik, wo wir die Software einmal neu aufbauen. Und es war, also tatsächlich waren
ist es uns ein bisschen auch vor die Füße gefallen, das muss man ganz ehrlich sagen. Diese Jahre 2021, dann kam noch die Digitalisierungsförderung. Das heißt, man konnte sich bis zu 20.000 Euro vom Staat für Software quasi bezahlen lassen. Haben extrem viele bei uns eingesetzt. Das heißt, wir hatten tatsächlich die Jahre 2021 die mit Abstand besten Jahre, die wir in unserer Firmengeschichte hatten. Das heißt, mein Gesellschafter Lars Winter und ich mussten uns halt auch die Entscheidung ist relativ schnell gefallen, ja, dass wir klar gesagt haben, wir investieren, wir nehmen uns diese überschüssigen Gewinne nicht raus aus dem Unternehmen, sondern wir investieren die. Weil es war immer die Frage, wie finanzieren wir diese Neuentwicklung? Ne? Weil wir reden hier, es war immer kalkuliert mit ca. 1,5 Millionen alles neu zu machen. Und wer Softwareentwicklung kennt und weiß, dass es in der Regel immer mehr und umfangreicher wird, wie man es plant. Und deswegen war da relativ schnell die Entscheidung gefallen. Wir haben gerade, also die Entscheidung ist gefallen im Sommer 2020, wo wir absehen konnten, dass dieses, so verrückt diese Corona-Zeit war, für unser Unternehmen oder für Software tatsächlich ein Boost ist. Und dann, das hat sich dann in dem Jahr 21 nochmal bestätigt. Selbst 22 war noch extrem, sodass wir da uns nicht schwer gefallen ist, diese überschüssigen Umsätze, Gewinne quasi in eine Neuentwicklung zu investieren, weil wir nach wie vor natürlich absolut auch also alles, was digitalisiert werden kann, in Zukunft wird digitalisiert. Auch ne, da gibt es sicherlich der ein oder andere Trainer, der sich immer noch mit irgendwas schwer tut. Aber das ist sicherlich auch, wenn ich daran denke, wie wir zusammengesessen haben vor 20 Jahren und welche Themen es da geht und was heute die Anforderungen sind bei Trainer. Damals war es schon revolutionär, dass man seine Anamnese selber konfigurieren konnte und dass man einen hochwertigen Check-up hatte mit schönen Bildchen von Muskeln und so. Ich würde sagen, die wenigsten drucken das heute noch aus, ne? Obwohl das immer noch schön ist mit eigenem Logo und eigenem CI, das macht was her. Wenn du mich fragen würdest, bei einem Erst-Check-up würde ich das immer noch ausdrucken und eine schöne Mappe tun, aber vermutlich machen das auch noch die wenigsten. Ne? Und dann Trainingspläne und wenn man heute sieht, wir haben viele, viele Personal Trainer, die sich für MedoCheck entscheiden und Training, Check-up und Anamnese nicht mit MedoCheck machen. Ja, okay. Sondern die Entscheidungskriterien sind, ich brauche ein starkes CRM, wo ich die vielen, vielen Daten, und das ist auch was wir im Vorfeld analysiert haben, Personal Trainer machen teilweise 1,5 Stunden Anamnese. Es ist wirklich spannend, wie was alles gefragt wird, was ich auch sehr faszinierend finde, weil es ist ja spannend zu erfahren, wer sitzt da, was für Vorlieben hat er, was für Interessen hat er, ne, um dann auch wirklich den Klienten dort abzuholen, wo er steht. Aber wenn du dann mal analysierst, und das haben wir versucht, was mit diesen ganzen, wie viele von dieser Information werden denn nachher wirklich sinnvoll wieder eingesetzt? Ist das erschreckend wenig. Diese Anamnese wird dann sehr wahrscheinlich sehr teuer abgerechnet und die Anamnese landet dann da irgendwo in einem Ordner, wenn überhaupt sie dann noch eingegeben wird ins System. Und das war für uns auch wichtig, dass wir ein CRM haben, wo ich sehr, sehr spitze Kundenprofile haben, wo die quasi die Antworten aus der Anamnese verkategorisiert werden, sodass ich dann auch sagen kann, zeig mir alle meine Raucher, alle meine Übergewichtigen, alle mit den Schulterproblemen, alle Golfinteressierten, alle Yoga-Interessierten, sodass ich auch wirklich gezieltes Sales und Marketing mache, was meiner Meinung nach eine der größten Schwachstellen ist im Personal Training. Die haben immer so diese Erwartungshaltung, der Kunde kommt zu mir. aber das so funktioniert das Business nicht. Und wenn du dann siehst, wie die Quote ist von Anfrage, also Interessent, und wie viele von den Interessenten am Ende wirklich zum Kunden werden, sind das erschreckend wenig. Und wenn du dann den Personal Trainer auch noch fragst, was tust du denn dafür, dass der Interessent zum Kunden wird? Ja, meinst du, ich soll den nochmal anrufen? Oder ich soll dem Ganzen nochmal nachgehen? Und da ist MedoCheck halt auch extrem stark geworden. Das heißt, es gibt Trainer, die brauchen nur ein starkes CRM, was genau das kann. Vielleicht noch mit einer starken Terminplanung, Online-Termine. Das ist heute auch was fast quasi erwartet wird, dass Termine über die MedoCoach-App, also über unsere App, der Klient direkt Termine, Kurse, Dienstleistungen buchen kann oder über die Webseite des Kunden. Das war damals, als wir gesprochen haben, auch nicht, das war ganz weit weg, das Thema Abrechnung. Ja, du brauchst heute, wir haben mit dem Modul MedoCore Payments das
deckt alle Basisfunktionen von Lexware ab, das heißt von einer Buchhaltungssoftware, also ich sage bewusst Basisfunktionen, aber mehr braucht ein Personal Trainer auch nicht. Oder auch PT-Studios, die tatsächlich auch Abos oder Verträge anbieten. Dann geht es um SEPA-Lastschriften. Auch das ist ein Thema, was komplett neu hinzugekommen ist. Das war auch immer so ein bisschen unsere Vision, ne, auch wirklich für die PT-Studios ein Komplettanbieter zu werden. Ne. Wo wir auch selber wieder bei uns geguckt haben, wie sieht denn bei uns die Situation aus im Büro? Ja, du hast Asana oder Notion, um intern im Büro Aufgaben zu managen. Du hast ein internes Kommunikationssystem wie Slack, war auch eine Anforderung, dass wir einen internen Chat haben in unserem Programm, wo auch Mitarbeiter oder Teammitglieder untereinander kommunizieren können und nicht nur mit den Kunden. All die Dinge. Wir haben ein Bankprogramm, mit dem wir unsere Lastschriften machen. Ja, wir haben insgesamt, glaube ich, 6 oder 7 Software-Tools gehabt. Und auch das ist natürlich eine ganz klare Vision gewesen. Und auch das war damals natürlich noch nicht so. Ne? Das hat sich natürlich gewaltig verändert. Und diese Tools sind ja auch total sinnig. Das ist... Das ist eine Prozessoptimierung, die ein gesunder Unternehmer diese Dinge immer wieder auf den Prüfstand stellen muss. Was kann ich wie im Unternehmen verbessern? Und da läuft halt heute, geht fast nichts. Also es geht fast keine Prozessoptimierung ohne Software. Das muss man, der Tatsache muss man ins einfach auch ins Auge schauen. Und genau, das ist ganz klar eine Veränderung. Klar sind unsere Kernkompetenzen immer noch, da haben wir sicherlich damit haben wir uns 23 Jahre beschäftigt. Training, Anamnese, Check-up, da gibt es sicherlich auch nicht so viel Vergleichbares, was den Umfang angeht und die Qualität angeht. Das soll auch nach wie vor so bleiben, aber halt mit vielen neuen Arbeitsbereichen. Und dadurch, dass es modular aufgebaut ist, kann jemand nur CRM buchen mit Termin oder nur CRM und nur Abrechnung. Im besten Fall sehe ich natürlich einen Personal Trainer mit den 4 Hauptmodulen. Payments, Organizer, Training, Checkup, Anamnese, das ist ein Modul. Das ist für mich die eierlegende Wollmilchsau im Personal Training. Dann habe ich genau diese... Dann brauche ich nicht noch ein Lexware, dann brauche ich nicht noch irgendwie ein Aufgabentool. Ja, ich habe nicht hier noch einen Kalender und da noch einen Kalender, sondern ich habe alles in einem System. Ja. Ne? Und das, dann, wenn ich gerade so ein bisschen schmunzelte oder dir in den Ton lachte, in dein Wort hinein lachte, dann weiß ich noch wirklich, wie wir uns kennengelernt haben und ich mich gefreut habe wie ein Schneekönig eben über eine professionelle Dokumentation. Und wenn mir dann einer erzählt hätte, ich habe in einer Software all das, was du gerade erzählst, was mich eben 5, 6, 7 Programme gekostet hat, immer wieder zu öffnen, da hätte ich gesagt, ja, wer weiß, von was für einem Planeten kommst denn du gerade? Wo soll es das denn geben? Ich finde das extrem beeindruckend, was entstanden ist und möchte einen Punkt ansprechen, Tino, der für mich ja in diesem Zusammenhang deutlich wird. Und ich hoffe natürlich auch meinen Zuhörern. Und ich habe ja wir haben ja zu Beginn über Professionalität gesprochen. Was zeichnet Professionalität aus? Was müssen wir beachten, wenn wir zukünftig Erfolg haben wollen? Was gehört unabdingbar dazu? Und der Herr Daniel Zanetti hat das mal so sehr schön auf den Punkt gebracht. Nur wenn ich innovativ bin, werde ich überleben. Jedes Unternehmen, was sich gegen Innovation wendet, jedes Unternehmen, was den Trend verschläft, wird untergehen. Und das habe ich bei ihm damals sehr, sehr genau verstanden und herausgehört. Und das ist das, was für mich in deinen Worten gerade drinsteckt, was ihr in den letzten Jahren wirklich beherzigt habt und du als Unternehmer berücksichtigt hast. Du hast also nicht nur Mut bewiesen, weil definitiv ist es mutig, in der Krise zu investieren. Und wenn ich die Investitionssummen höre, da wird mir ganz schwindelig. Sondern ihr habt auch wirklich innovativ überlegt, wie können wir hier unseren Nutzern etwas an die Hand geben, dass sie wirklich einen Nutzen davon haben. Und letztendlich geht es ja darum, biete deinen Kunden einen Nutzen und du wirst erfolgreich sein. Und das zeichnet euch für mich eben auch aus, dass ihr innovativ denkt. Das habe ich immer bei euch sehr geschätzt. Ihr habt Entwicklung aus der Branche aufgenommen. Ihr wart früher bei jedem Premium Personal Trainer Club Treffen dabei. Ihr wart auf jeder Personal Trainer Konferenz dabei. Das zeigt eben auch euren Erfolg, dass ihr dort die Bereitschaft habt,
Probleme und Fragen unsererseits aufzunehmen und letztendlich in innovative Produkte umzusetzen. Und das kann sich jeder von uns Trainern wirklich nur fett hinter die Ohren schreiben, sei innovativ, überlege dir, was kannst du deinem Klienten an Innovation bieten und an innovativen Leistungen bieten. Und da rede ich jetzt eben nicht nur von Trainingsideen und Trainingsprogrammen, sondern beispielsweise eben auch mit solchen Tools. Und da kann ich euch nur meinen großen Respekt aussprechen. Das finde ich wirklich großartig. Danke. Aber auch, dass, wie gesagt, der Zuhörer da nochmal das ein oder andere an Gedanken herausnimmt. Und Tino, weil es mich einfach auch persönlich interessiert, du hast vorhin davon gesprochen, ihr habt vielleicht noch als letzten kurzen Gedanken zur Software, ihr habt irgendwie euer Lizenzmodell, glaube ich, geändert. Ich habe ja früher quasi einen Monatsbeitrag bezahlt und hatte dann mein Check-up-Trainingsplan-Paket. Jetzt vermute ich, so wie du es gerade beschrieben hast, wenn ich die eierlegende Wollmilchsau haben will, ich will also meine Buchhaltung über euch machen, ich will mein CRM über euch machen, ich will Check-up-Anamnese über euch haben, kaufe ich quasi eine Lizenz genau für dieses für diese Softwareleistung. Habe ich das richtig verstanden? Ja, nicht ganz. Also ich, sagen wir mal so, der Gerechtigkeit geschuldet sind wir nicht unkomplizierter geworden. Wir haben immer, wir auch, das hast du ja eigentlich ganz schön gesagt, das ist sicherlich auch was wir, glaube ich, ganz gut können, ist zuhören und immer so ein bisschen so, was sind so die Wünsche und Sorgen der Trainer und wir haben oft gehört, monatliche Lizenzgebühr ist auch noch geblieben, aber wir hatten früher halt eine große Grundversion und es gab zwei kleinere Erweiterungspakete. Einmal hat das was mit Firmenfitness zu tun und das andere war dann eher so Athletiktraining, Physio und Sportmedizin. Das Alleinstellungsmerkmal von MedoCheck ist immer noch die Individualisierbarkeit. Das heißt, ich habe eine Softwarelösung, die, und das ist unser Wunsch, die sich der Arbeitsweise des Trainers anpassen lässt. Und nicht der Trainer muss sich der Software anpassen. In kleinen Bereichen muss ich auch bereit sein, meine Arbeitsweise vielleicht mal an die Software anzupassen, weil wenn ich dazu nicht bereit bin, dann muss ich mir eine Software programmieren lassen. Aber wir wollen eigentlich, dass wir 90-95% die Software sich an die Arbeitsweise von dem Trainer anpassen lässt. Und dieses Lizenzmodell, was wir vorher hatten, war, wir stellen dir eine Werkzeugkiste hin und du schmeißt alles raus, was du nicht brauchst. Und dann hast du nur die Werkzeuge in der Kiste, die du brauchst. Darauf war auch das Pricing ausgelegt, dass wir immer gedacht haben, so im Schnitt nutzt ein Kunde von uns vielleicht 20-25-30% der Möglichkeiten. Das konnten wir aber auch so oft sagen, wie wir wollten. Das, trotzdem hatte der Kunde immer das Gefühl, ja, ich zahle für was, wovon ich aber nur ein Drittel nutze, obwohl das Pricing so ausgelegt war. Deswegen haben wir uns dann auch das neben Laufzeiten, die früher haben wir vier Jahresverträge gehabt, die waren, das war Standard, das war auch gar kein Problem, dass ich entscheide mich für eine Business-Software, dann entscheide ich mich ja auch dafür, damit nicht jetzt nur 3 Monate zu arbeiten, umso länger die Laufzeit, umso günstiger, war gar kein Problem. Heute würde der Kunde am liebsten on-demand zahlen, also irgendwie nur, wenn er das nutzt. Das funktioniert leider nicht, das funktioniert vielleicht bei großen Playern, bei uns funktioniert das nicht. Wir brauchen auch irgendwie eine Planungssicherheit, wir gehen mit unserem Produkt in Vorleistung, geht nicht. Das heißt, es gibt immer noch eine Laufzeit von 2 Jahren. Wir haben das nur, es gibt 2 Kriterien, die heute die Lizenzgebühr ausmachen. Das ist einmal, wie viele Kunden betreue ich mit MedoCheck und welche Module nutze ich. Das heißt, ich kann nur den Kern nutzen und Organizer. Ich kann aber den Kern nutzen und alle 4 Module oder zukünftig wird es auch noch, also wird es insgesamt 6 Module geben. Und daraus gibt es natürlich zig Kombinationsmöglichkeiten. Mhm. Aber es ist für den Kunden gerechter. Er zahlt. Vorher hatte er auch die Termine drin und Abrechnung drin. Aber wenn er es nicht genutzt hat, hat er immer das Gefühl, er zahlt dafür. Ja, okay. Ne? Und jetzt ist es halt, insofern gibt es immer noch monatliche Lizenzgebühren, aber halt viel spitzer und gezielter auf das, was der Kunde am Ende nutzt. Ne? Klar, es gibt Lizenzen für 10 Kunden, für 50 Kunden und so weiter. Was noch neu ist, dass wir die Datenbankkapazitäten aufgebaut haben. Das heißt, wir haben immer in Relation zu den Kunden eine Interessentenanzahl, die man in die Software aufnehmen kann. Mhm. Ist auch neu, aufgrund der genannten Kategorisierung und sehr gezielten Kundenansprachen, die aus dem CRM möglich sind, wollen wir, dass die Interessenten auch in der Datenbank landen und nicht einen vollwertigen Kundendatenplatz belegen. Mit dem kann ich nur eingeschränkte Dinge tun, aber ich kann das komplette Marketing halt machen. Ich kann den anschreiben über die App, ich kann den anschreiben über Newsletter. Das ist alles möglich. Und so glaube ich, dass wir sind ja jetzt seit 6 Monaten mit dem neuen Produkt am Start und das wird indirekt, wenn jemand jetzt alles nutzt, ist es deutlich teurer als vorher, aber es fühlt sich, es ist überhaupt gar, also wir führen
deutlich weniger Preisdiskussionen wie vorher. Ne? Das ist, vorher war das irgendwie immer gefühlt, ja, irgendwie fühlte sich das für die, obwohl es auch meiner Meinung nach nicht ungerecht war, weil das, wir sind, glaube ich, wir haben 15 Jahre keine Preise erhöht und immer mehr Funktionen reingepackt. Trotzdem haben wir das ernst genommen. Also letztendlich Kundenwünsche aufgenommen und umgesetzt. Ja. Tino, zum Schluss. Du kennst ja nun auch wirklich viele, viele Personal Trainer und du kennst die Branche seit 20 Jahren sehr, sehr gut. Wie beurteilst du denn unsere Lage? Also würdest du einem Trainer Mut machen? Würdest du jemanden, der vielleicht jetzt gerade sagt, oh, irgendwie läuft das Business gerade nicht so gut, Mut machen? Würdest du jemanden, der einsteigen will, Mut machen? Oder sagst du, ja, ich muss schon zugeben, es sind angespannte Zeiten, da sei mal lieber ein bisschen vorsichtig. Was würdest du aus deiner Sicht daraus sagen, dem Kollegen? Ich würde ihm auf jeden Fall Mut machen. Ich sehe auch nach wie vor, ich finde das ein... Das sage ich dir jetzt nicht, weil wir hier den Podcast machen. Es ist definitiv meine Lieblingszielgruppe. Es ist eine kleine Zielgruppe in Relation zu den anderen Zielgruppen. Aber es ist sind ganz besondere Menschen, ganz unterschiedliche Menschen. Ich würde denen zu 100% Mut machen. Ich sehe dafür einen Riesenmarkt. Wenn ich als Trainer, ich glaube, dass viele Trainer mit Schrot auf Spatzen schießen. Das heißt, sie müssen spitzer sein, ne? Sie müssen klarer sein in ihrer, wen will ich überhaupt als Kunde? Ne? Kann sich der Kunde, den ich will, sich denn eigentlich meine Dienstleistung überhaupt leisten, damit ich nicht immer wieder Sorge haben muss, dass das Training vielleicht dann doch wieder nach der ersten Zehnerkarte oder nach den ersten Trainings abgebrochen wird. Also ich glaube, dass die Trainer, die durch diese drei, man sagt ja leider Corona-Jahre, durchgekommen sind, waren sicherlich die auch, die ähnlich gedacht haben wie wir, die sich versucht haben, auf diese neuen Anforderungen einzustellen, die da gut durchgekommen sind, die flexibel waren. Zum Beispiel ist, was vor Corona sehr, sehr wenig war, so Online-Angebote. Heute gibt es viele Fitnessstudios, viele Personal-Trainer, die hybride Kursangebote haben. Das heißt, die ihren Kurs nicht nur irgendwie im Park anbieten oder in ihrem Kursräumen, sondern die den auch online anbieten. Und das ist sicherlich auch was sehr, sehr Positives. Ne? Klar gibt es den einen oder anderen Trainer, der sagt, das ist einfach nicht meins. Dann ist das so. Ne? Aber es ist definitiv ein Thema. Dann sehe ich eine Überschneidung in der Zielgruppe betriebliche Gesundheitsförderung, die gerade wieder extrem zulegt. Das war sicherlich in dem ersten Jahr nach Corona, hatten die Unternehmen andere Sorgen. Jetzt merken die Unternehmen aber die Probleme, die diese ganzen Begleiterscheinungen wie Homeoffice und so mit sich bringen, dass die Mitarbeiter sich noch weniger bewegen, ja, und dass sich auch einen vermeintlichen Fachkräftemangel, den ich nicht sehe, aber ich muss mich als Mitarbeiter, als Arbeitgeber attraktiv quasi positionieren auf dem Arbeitsmarkt und deswegen solche Angebote gemacht werden. Und das sind ja in erster Linie, wird das ja gematcht von Personal-Trainern oder irgendeinem Physiotherapeuten, der dann in dem Unternehmen seine betriebliche Gesundheitsförderung, da sehe ich auch also da ist richtig Bewegung drin gerade. Nur da kann ich immer auch jedem wieder sagen, wieder einen Perspektivwechsel zu machen und nicht immer nur der Perspektivwechsel mal vielleicht dahingehend, was würde mich denn ansprechen als Mitarbeiter, der vielleicht Übergewicht hat oder der Probleme hat am Bewegungsapparat, dass man nicht da als dieser motivierte, bewegungsaffine Personal Trainer in das Unternehmen kommt mit der bewegten Pause, weil in dieser bewegten Pause, da sitzen die zwei Leute, Mitarbeiter, die es eigentlich nicht nötig haben, nämlich Bock auf Bewegung haben. Und die Probleme haben, sind das nicht. Also auch da wieder, wie möchte ich angesprochen werden? Was würde mich motivieren? Wie funktioniert Verhaltensveränderung? Welche Impulse muss ich wie, wann setzen, um dann mich auch dauerhaft als Dienstleister in so einem Unternehmen zu etablieren? Weil das ist definitiv ein extrem guter Zweig, den ich als Personal Trainer bedienen kann, wenn ich ein gutes Konzept habe. Da scheitert es dann, also bewegte Pause, das Angebot einer bewegten Pause hat für mich nichts mit betrieblicher Gesundheitsförderung zu tun. Das ist ein Baustein oder ein Modul in der betrieblichen Gesundheitsförderung. In meiner Wahrnehmung muss es mindestens 6 geben. Ne? Da gibt es Impulsvorträge, wie funktioniert Verhaltensveränderung, es gibt Ernährungsworkshops, es gibt Ergonomie am Arbeitsplatz. Also es gibt zig Module und wenn ich da ein gutes Konzept habe, dann kann ich da mir ein extrem gutes zweites Standbein aufbauen. Und das wird meiner Meinung nach auch noch zunehmen, weil der
Auch der Kampf um Mitarbeiter, um gute Mitarbeiter wird immer härter. Und das ist ein Kriterium neben dem, dass natürlich ein gesunder, zufriedener Mitarbeiter vielleicht der leistungsfähiger ist. Ne? Und das Personal Training an sich, also da draußen gibt es genügend Leute, die sich Personal Training leisten können. Ich muss nur den Kunden irgendwie auch erreichen. Wo sind die Kunden, die sich mich leisten können? Und die Frage stellen sich auch viele Trainer leider zu wenig. Das ist halt nicht mit einem Flyer im Golfclub oder bei den Rotaries getan. Das funktioniert Ja, marketingmäßig. da sprichst du zum Schluss noch ein sehr schönes Thema an. Ich durfte ja letzte Woche an der DWA im Rahmen des Sportstudiums als Dozent arbeiten. Und da kam dann auch die Frage, ja, aber Ignaz, von dem, was du da erzählst, wo finde ich denn diese Menschen? Und das sollen vielleicht unsere Zuhörer aus der heutigen Podcast-Folge zum Schluss dann noch als Gedanken mitnehmen. Wer aktuell Probleme hat, an Kunden zu kommen, wer aktuell nicht ausreichend Anfragen hat, bei wem das Business derzeit eben so ein bisschen dümpelt, dann ist es doch genau jetzt an der Zeit, ganz konkret hinzuschauen, warum dümpelt es? Warum habe ich nicht diese Klienten, von denen der Herr Oetting da gerade spricht, die es scheinbar gibt, die hochpreisige Honorare zahlen? Warum habe ich nicht die Umsätze, um mir beispielsweise, ob nun so eine Software leisten zu können oder einfach mal auch ein bisschen mehr Sicherheit zu haben oder für die Altersvorsorge zu kümmern? Ich denke wirklich, es ist mehr denn je an der Zeit, aktuell sein eigenes Business zu reflektieren. Und wenn ich in 5 oder in 10 oder in 20 Jahren noch als Personal Trainer arbeiten will, brauche ich ein stabiles Business. Es geht wirklich um Stabilität, es geht um auch eine gewisse Form von innerer Ruhe, dass ich weiß, das Konzept, was ich habe, die Zielgruppe, die ich habe, die kann sich das auch auf Dauer leisten, auch wenn wir in einer Krise sind. Und das hat sich ja leider in den letzten 12, 18 Monaten gezeigt, dass wir oftmals mit Klienten zusammen trainieren, die eben gerade jetzt in der Krise nicht mehr über die finanziellen Ressourcen verfügen. Und da möchte ich gerne, dass wir dieses quasi Schlusswort von Tino mal nutzen und wirklich uns selbst zu reflektieren und unsere Klienten reflektieren, mit denen wir zusammenarbeiten wollen und können und die sich uns leisten können, habe ich das oder habe ich nicht. Und wenn nicht, muss ich ein bisschen mehr machen, als vielleicht nur eine Homepage zu haben oder vielleicht ab und zu mal in den sozialen Medien irgendwie rumzuposten oder wie du gerade sagtest, wobei das ja dann schon fast hohe Kunst ist, wenn jemand bei den Rotariern einen Vortrag halten kann oder auf dem Golfclub seine Flyer verteilt, dann tut der Trainer ja schon deutlich mehr als viele. Viele haben nämlich ihre Homepage und meinen, bei Instagram mal am Tag was zu posten und jetzt rennen mir die Leute die Bude ein, die Klienten. Das ist eben nicht der Fall und schon lange vorbei. Tino, ich danke dir sehr für deine Gedanken und deine Einblicke. Ich freue mich auf die Entwicklung, die es bei euch gibt, wie es weitergeht und bin sehr, sehr gespannt, was noch alles an Ideen auf euch zugetragen wird. Wer weiß, was wir in 5 Jahren, wenn wir vielleicht nochmal eine Podcast-Folge machen, besprechen, dann kann es sein, auf unserem Tisch liegt kein iPhone mehr, sondern wie sagte mir jetzt mein Marketing-Experte und Markenexperte Carsten Klepper, der sagte, Ignaz, ich bin mir ganz sicher, irgendwann gibt es so eine kleine Brille, die hat jeder auf und in dieser Brille wird alles projiziert. Da wird ja auch gesagt, wenn jemand von hinten auf dich zurennt oder weiß der Geier was oder gerade kommt der Aktienkurs reingeflattert. Also ich bin ehrlich, ich hoffe nicht, dass ich das noch anwenden muss, weil das wäre mir echt ein bisschen viel. Aber ich bin, wie gesagt, gespannt, was es an Innovationen in den nächsten Jahren gibt und wo wir uns alle hin entwickeln. Und ich bin mir sicher, es wird wahrscheinlich nicht das letzte Podcast-Interview gewesen sein, was wir zusammen gemacht haben. In diesem Sinne freue ich mich auf unsere weitere Zusammenarbeit. Freue mich, dass du auch im Oktober bei meinem geplanten Trainertreffen, bei meinem Exklusivtreffen, muss ich dazu sagen, von Kollegen dabei bist. Das sind alle Mentorship-Teilnehmer eingeladen, die bei mir ein Business-Coaching gemacht haben. Und auch da wirst du hoffentlich viele Fragen bekommen und Innovationen aufnehmen können, um eure Software weiterentwickeln zu können. Ja? Ja, danke, lieber Eginhard. Genau, immer wieder schön der Austausch mit dir. Und ja, können wir ja mal so festhalten, alle 4, 5 Jahre Ja, wäre doch was. gibt es noch einen Podcast. Ich hoffe, dass es irgendwie irgendwas dabei war, was für die Hörer interessant ist. Vielleicht kann ich abschließend noch sagen, dass ich nur jedem ans Herz lege, sich unsere Software mal anzuschauen. Die Entscheidung ist tatsächlich nicht einfacher geworden. Es gibt wirklich inzwischen sehr, sehr viele Anbieter, auch durch Corona
geschuldet vermutlich durch Digitalisierungsförderung, die auch dafür eingesetzt worden ist, dass irgendwie sich 2, 3 Trainer zusammengetan haben und irgendwie eine eigene Software entwickelt haben. Macht es für die Menschen da draußen oder für die Trainer nicht einfacher, die passende Software zu finden? Vielleicht nicht immer die Preisentscheidung über alles zu stellen, sondern erstmal sich die Produkte auch wirklich anzuschauen und dann auch wirklich miteinander seriös zu vergleichen, weil das hatten wir ja auch schon mal in unserem Gespräch. Oft gibt es diese Phänomene, wer billig kauft, kauft zweimal oder wer günstig kauft, kauft zweimal. Das gilt vielleicht für den ersten Bausatz mit der Webseite, wo man dann irgendwann so merkt, Mensch, irgendwie ist das irgendwie nicht das, vielleicht ist das nochmal so ein abschließender Appell, dass wir uns da auch gerne die Zeit nehmen und es auch überhaupt nicht schlimm ist, wenn die Entscheidung dann anders fällt. Wir nehmen uns die Zeit da gerne, um jeden das Produkt näher zu bringen, weil wir natürlich zu 100% davon überzeugt sind, dass es eine sehr, sehr sinnvolle Investition ist. Ich danke dir erstmal für deine Zeit und auch nochmal für all die Gedanken, die von dir dazugekommen sind. Ich muss aber leider Gottes in dem Falle das letzte Wort mir jetzt aneignen, weil du natürlich jetzt nochmal so ein Keyword gesetzt hast. Und das gebe ich jedem gerne zum Schluss mit, der den Podcast hört. Geht doch einfach mal bei Google rein, diejenigen, die es nicht kennen, und tippt einfach ein, das Gesetz der Wirtschaft. Das Gesetz der Wirtschaft bei Google eintippen, sich mal genau durchlesen, was das Gesetz der Wirtschaft besagt. Da geht es nämlich um Preissensibilität, mehr will ich gar nicht dazu sagen. Und vor allem, wenn du das tatsächlich machst, was ich dir sehr empfehlen würde, schau mal bitte, wann das Gesetz der Wirtschaft erstmals niedergeschrieben wurde. Und dann lass dir mal auf der Zunge zergehen, in welchem Jahr wir aktuell leben. Also in diesem Sinne, nutze das Universalgesetz, nutze den Podcast, um dich weiterzuentwickeln und um innovativ in die Zukunft zu schauen. Und ich hoffe, dass da war heute wieder einiges dabei und freue dich auf meine nächste Podcast-Folge. Bis dahin, liebe Grüße und viel Erfolg. Tschüss. Tschüss.